egal. Ich muss mal dieses, muss mal diesen, muss mal dieses, dieses Play da als extra Video, als Ausschnitt machen. Wirklich geil. Als Spoiler oder so. Nee, als Teaser, Teaser heißt es genau. Teaser. alles weg, eventuell. Ja. Was sagst du? Fire Elemental ist das Problem, wenn wir jetzt keine guten Early Game bekommen, ist das bad. Aber irgendwie, die Karte hat mir auch super wenig in der Hand, finde ich. Ich habe noch auch einmal gespielt oder so erst. Ja, stimmt. Das ist unsere beste Karte im gesamten Deck. Ich würde alles weggeben, ehrlich gesagt. Das ist besser okay, im ja. Early Game. Das ist echt sicherer. Und ich spiele jetzt auch gegen einen Mage, der wahrscheinlich super krass Early Game hat. Unsere Karte sind so scheiße im Early Game. Happy Feast of Wintervale. Happy Feast of Wintervale. Okay. Nicht gerade toll, der Start. Vorne und zweiten Trio, dass wir gefahrlos coinen können. Sehr gut. Okay. Wo ist riskieren, den Trio rauszucoinen? Wollen wir das machen? Also vor allem, weil wir kriegen auf jeden Fall irgendeinen Minion. Wenn jetzt nicht gerade. Wenn jetzt alles überlebt ist, auch, dann können wir nächstes Mal zur Not auf das Flame Tank spielen. Machen wir das. Und. Okay, das ist gut. Yes. Komm, komm, Feed up. Genau, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Hier ist ganz klar, Inspire-Effekt nicht so wertvoll, weil wir sowieso alle also haben mehr als drei Leben, mehr als vier Attacke, ist das jetzt 2 oder 3 hat, ist völlig egal. Das ist die Leech Tod bedrohlich, also sind ein bisschen mit die weggehauen. Fireblast, okay. Er tradet sogar, hätte ich zum Beispiel schon nicht gemacht. Mac geht, die zerstört diesen Flamenwerk hoffentlich, jetzt ist es super geil, wir haben jetzt super geile Karten. 5 Drop, 6 Drop, 8 Drop, noch mehr 5 Drops. Perfekt. Sehr, sehr gute Karten. Das ist stark. Immer spielt so lauter Kleinzeugs, das ist, wie gesagt, schau, jetzt pass auf. Wir fangen hier an, spielen so Kleinzeugs. Was will er jetzt machen? Das stimmt, er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Er hat nächste Runde auf jeden Fall mal keine Minions. Und das ist super bad. Das heißt, wenn er jetzt keinen Spell hat, was er nicht hat, weil es ein guter. Schau. Super bad. 6 Mana, darf er ausgeben. Deswegen ist Pinscher Core scheiße. Ja, ist recht. Und jetzt können wir Pfeile mit aufräumen, schätze ich, oder? Beide mit, das ist besser. Mal überlegen. Also, wir haben super viele Optionen. Was wir machen könnten ist... Du könntest das, den Benchako switchen, dann bleibt er noch länger im Spiel. Nein, ich will ihn jetzt schon töten. Okay. Ich weiß nur, wir könnten entweder Arc gehen, Shot Spectral Knight oder gleich Fire Element. Wahrscheinlich Fire Element ist besser, weil haben wir noch Pferd und Flexibilität. Dann Fire Element und dann traden. Einzige, was der Schade ist, wir geben unseren Mac auf für unseren Power Maze, aber ist nicht so schlimm. Hören wir noch mal wechseln Deck. Captain Chaumanga, Hexer haben wir leider nicht auf der Hand. Ja, ist nicht so gut. Wir könnten Flame Totem aufräumen. Flame Totem und Heckler. Ja, ich weiß nicht. Nee, halt mal. Ich will auf jeden Fall den 6-5er behalten, am liebsten. Das geht irgendwie, oder? Wenn wir den Flame Totem schon mit der 4-Attacke. Mit dem Power Mace mit 7, dann brauche ich mir Power Mace und Arcane Shot. Das heißt, wir hätten noch einmal eine Ritter mit dem noch. Ja, das ist ziemlich gut. Pass auf, pass gut auf, was ich mache. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Also, das hier. Und den Kameraden. Oh, weißt du was? Ich bin so dumm. Ich hätte den switchen können. Scheiße. Ja, stimmt. Ich bin so gut gewesen. Ah, das wäre richtig krass gewesen. Fuck.
5 Leben nur gehabt, der wäre so richtig cushy geworden. Na egal. Das ist so. Danke. Ist mir alles schwach. Die Sonne kann nicht so richtig switchen. Ich wollte auf jeden Fall den 8-8er ins Gesicht setzen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wahrscheinlich mit dem 3-2er und der Waffe zusammen den anderen wegräumen. Und dann wahrscheinlich einfach irgendwie 2 Four-Drops. Vielleicht erstmal Toonspell und schauen, was passiert. Das ist immer gut. Spider auf die Seite, genau. Ich würde gerne einen Taunt nehmen, glaube ich. Ja, mach das. Statt den Grizzly. Und dann spiele ich den Taunt noch. Den angegriffen natürlich. Zack. Zack. Face. Face. Den Taunt, der kommt hier hin, würde ich sagen. Ja. Ziemlich gut. Very, very nice. Flamestrike will uns wrecken. Aber auch nicht so schlimm, weil wir haben genug Karten, um wieder neu aufzufüllen. No Flamestrike, please. Aber es ist eine Flamestrike-Karte, das ist nicht so das Ende der Welt. Das wäre trotzdem noch ja, bis zu einem gewissen Maße akzeptabel, würde ich sagen. Hat mir noch zu. Ja, nice, kein Flamestrike gewonnen. Nice! Das ist also Glück. Ich meine, er hat 9 Wins, kein Flamestrike, das ist schon ungewöhnlich. Ja. Aber wie gesagt, wir hätten es uns leisten können, Flamestrike zu werden. Es ist nicht so gewesen, okay, Flamestrike GG, sondern Flamestrike, next und nochmal 1000 Minions spielen und dann hätte er wieder Flamestrike gebraucht. Das war das Coole an der Sache. Nice! 10 Stück schon. Nicht schlecht. Das macht Spaß. Du machst schon mal einen Spaß. Aber sonst macht schon mal keinen Spaß, wenn du die ganze Zeit einen Totem spielst und die Totems irgendwie useless sind. Und ja. So. 10-2. Cool. Jetzt bist du schon langsam in deinem Rekordbereich, gell, hab ich gehört. Okay. Ja, das stimmt. Also. Was war nochmal 11, hast du gesagt, war ein Rekord, gell? 11 war Rekord, ja. Weiß nicht, auch was anderes, ich spiele ja trotzdem noch. Also, das müsst ihr natürlich auch selber mal wiederholen, weil es zählt natürlich nur, wenn es alle selber macht, ist ja klar. Aber trotzdem mal. Das Luftschnuppern darf man schon mal. Ja, ich hätte sicher also einige Sachen. Mal, das habe ich, hab ich auch mal gesehen, wo ich mit dem anderen, mit dem Daniel gespielt habe. Ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich unterhält und ich spiele oder er spielt. Wir haben zum Beispiel einen Run gemacht, wo ich gesagt habe, okay. Du spielst und ich sag nichts. Das war schon sehr, sehr durchwachsen. Obwohl er davor bei mir, bei meinem Spiel, hast du ja gesehen, der in dem Video, eigentlich immer super Sachen gesagt hat. Aber ja, ja. Selber zu spielen ist nochmal was ganz anderes. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, die 3 können wir halten, den Muck lassen wir natürlich weg. Ja. Aber es ist eigentlich sehr gut zu Early Game wieder. Ja, da haben wir richtig Glück, muss ich sagen, mit den Karten. Naja, letztes Game war scheiße. Ja, das stimmt, da waren die meisten Games. Ja. Oh, episch. Wow. Fuck, Roy! Happy Feast of Wintervale! Coin 3 Drop oder 2 Drop? Na mach Coin 3. Würde ich auch sagen. Vielleicht können wir auch den Blatt der Raider mit der Waffe zusammen rausbekommen. Ja, genau. Welchen? Die Frage, ob den Pascal irgendwas Gutes bringt. Mach ihn Totem. Mach ihn Totem. Großes Potenzial. Okay. Come on, Totem Golem! Naja, das ist das Beste von den normalen, sag ich mal so. Jo.
Excuse me, Master for Battle. LOL. LOL. Das ist ganz schlecht für uns. Okay. Er muss ja erstmal das Tod killen, das ist gerade super gut für uns. Stimmt. Wir könnten noch mit der Waffe angreifen, Rest Face. Wir könnten mit der Waffe auch einfach so angreifen, also einfach clearen, das können wir auch machen. Super viele Optionen. Ich glaube, ich clear es mit der Waffe. Einfach Waffe töten. Gegen Paladin sollte man generell echt immer schauen, dass man es tötet, wenn man eine Chance hat, weil es hat halt so hässliche Buffs. Die sind echt okay. Hässlich. Also, wenn man eine Chance hat, sollte man es meistens machen. Hier klingt logisch. Auch nicht machen können, weil ich meine, wir hatten ja einen Taunt, das Buffs hätten sich so hart gerackt, aber trotzdem. Wehtun tut es uns eigentlich nicht. Jetzt gleich können wir natürlich ganz coole Sachen machen mit den Bananen. Das ist jetzt nicht so geil für uns, muss ich sagen. Aber da können wir ihn darauf nicht viel dagegen machen. Würde ich sagen. Platz der Raider, Banana, oder? Ja. Und wollen wir die Bananen aus beide auf das eine spielen oder jeweils eins? Jeweils eins ist besser. Okay, ja, bin ich auch dabei. Und attackieren. Ist es wert? Ich glaube eher nicht. Nee, warte noch. Das ist halt echt bad. Okay. Ist okay. Ich würde dann natürlich traden. So, ja, ist ja gut von ihm. Oh, mehr geht die. Ist geil für nächste Runde. Aber ich würde diese Runde noch nicht spielen, weil diese Runde attackieren wir sowieso nicht. Na, okay. Traden. Den mal. Mal schauen, ob wir dieses Spiel mal zeigen können, wie stark Silver Knight ist, weil die wolltest du finden. Oh Gott. Der hat eine schöne Kampf. Das ist nice. Wollen wir den töten oder wollen wir ihn lassen? Da wollen wir schon töten irgendwie. Ich würde ihn aber auch gerne nicht töten eigentlich. Töten nicht. Gefäß. Über bei den 3 Jobs. Wir können schon die Waffe abbauen, theoretisch schon mal vorher im Voraus quasi angreifen. Das könnten wir machen. Mach ich, glaube ich. Und der Rest ist das Gesicht. Weil die Attacke hat in der nächsten Runde sowieso gemacht. Und so muss er eben angreifen. Das ist ganz wichtig. Also Death Battle Minions ist immer, wenn er den Death Battle auslöst, muss das Minion erst, haben wir Zeit zu reagieren. Wenn wir das ja, richtig. Attackieren, dann kann er in der nächsten Runde direkt angreifen, was scheiße ist. Das heißt, wir wollen immer mit Death Battle Minions. Im Nachhinein, das hat er jetzt noch. Okay. Das ist nicht mehr so schlimm irgendwie. Außer er hat noch eine. Okay. Consecration hat es überhaupt nicht gebracht, finde ich. Faceless, das ist wichtig. Das müssen wir uns im Kopf behalten, ne? Faceless ist wichtig. Ja. Müssen wir, falls wir in 8 Vertrauen gleich finden oder so. Naja. Ich würde sagen, Knife Struggle Aspect. Ja. Die Fragen sind vielleicht davor irgendwas traden wollen. Vielleicht diesen komischen 3-2, aber den traden wir sowieso mit dem 2-1 weg. Ich glaube, den sollten wir davor killen. Ich bin höher Chance haben, diesen 4-5er, 5-4er zu treffen. Bei dem wollen wir ja 4 Leben runterbringen, theoretisch. Ja. Wir könnten so den anderen auch noch traden. Wollen wir machen? Finde ich schon, oder? Ich glaube, die Ogre-Boot würde ich mal in den 2-3er senden. Und hoffentlich trifft's. Ja, das war klar, egal. Unglaublich, der hat noch nie was geschafft. Nee, der hat irgendwie voll verfehlt, aber egal. Komm schon, hit this. Yes, hat getroffen. Yes! Die wichtigsten Sage jetzt gehen wir auch mal rein. Ich hab's mir vorgesehen, weil ich so getestet habe. Puh, das könnte gerade auch wieder wirklich wichtig gewesen sein. Das könnte gerade sowas entscheidet Spiele bei diesen hohen Winnanzahl kommt es auf die kleinsten Sachen an. Und das ist auch wirklich geil, dass es gerade geklappt hat. Sieht gut aus. 8-8er nächste Runde. Lol, noch ein Consecration, der hat auch ein starkes Deck. Nein, das ist so ein bisschen. Consecration ist nicht so stark, finde ich. So. Ja, sieht 8-8er. Was ist wir zum Beispiel traden? Das ist eine gute Frage. Hm.
Ich würde trotzdem das 5-4er traden, weil du nur mehr 15 AP hast. Also, wenn wir es traden, spielen wir eine Karte um das Blessing of Kings und dieses Seal of Champions, also die beiden Buffs, weil die werden super bad dann, wenn wir jetzt den 2-3er bekommen. Ich glaube, die ist wirklich sicherer, den großen wegzuhauen, Ja. dass wir nicht diese Buffs uns komplett wrecken würden, weil zum Beispiel hier, wie heißt es nochmal, Seal of Champions, das mit plus 3 Attacke und Gewaltschild würde uns richtig wrecken dann, wenn wir nicht getradet hätten. Okay. Auf jeden Fall eine 8-8 jetzt ins Face setzen, schätze ich mal. Und dann auf die beiden Minions. Der muss ins Gesicht. Jo. Okay. Ah, fuck, jetzt so ein Packen. Oh nein. Aber haben wir das ja gewonnen? Wir haben gewonnen, oder? Wir haben gewonnen durch Muggels. Ja, danke. Boah, Glück, wir hätten so verkackt gehabt, wenn wir es nicht gewonnen hätten. Wir hätten so verkackt, wenn wir es nicht gewonnen hätten. Das stimmt, ja. Ach, 10-10er. Mich verarschen. Hua. Close, sehr close. Elf, zwei. Jupp, Wahnsinn. GG. Und ist noch 0-1 starten, muss ich sagen. Ja, das ist sowieso. Ich hab's gesagt, es ist kein, das ist wirklich das erste Game ist immer so eine komische Sache. Okay. Trommelwirbel. Letztes Oh, Game. wir packen das, ich sag Egal, ob wir das. gewinnen oder verlieren, das letzte Game. Nein, wir gewinnen das jetzt. 12 Wins hatte ich gestern, aber davor lange nicht mehr. Also, und Schamane hatte ich sowieso, also Schamane 12 Wins ist wirklich schon Ewigkeit. Ne, ich spiele sowieso nicht Schamane, aber ich weiß nicht, ob ich Schamane in den letzten. Es kann locker ein halbes Jahr her sein. Das ist nicht gelogen. Das kann wirklich ein halbes Jahr her sein, dass ich Schamane 12 Wins hatte. Weil ich nie Schamane spiele und sonst auch immer Schamane richtig abkacke. Sau geil. Und jetzt auch Nice. nur, das Deck ist jetzt nicht OP oder so. Es ist stark, aber nicht OP. Also es ist wirklich auch viel. Okay, super ist, wir haben ein Tool und einen anderen Tool, das heißt Turm Golem, der Overlord ist nicht schlimm. Das ist Wir haben perfekt. Fire Elemental weg, oder? Ja, habe ich auch sagen. Und noch 4 Drops, 3 Drops, genau. Die Waffe haben wir fast jedes Spiel Ja, am wir haben zwei Anfang. davon. Das ist ein So anderer. geil. Aber die Waffe ist wirklich stark, habe ich ja gesagt. Die Waffe ist. Die Tier ist sicher, die Waffe ist im 90er-Bereich, schätze ich mal, für 100 Punkten. Die ist so stark. Ja, nice. Wieder ein Knife-Stagger. Die neuen Laser hatten wir vorhin auch schon mal. Tod im Golem liegen. Oder wollen wir den überhaupt spielen? Wir könnten noch einfach ganz normal spielen. Ja, auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich spiele echt lieber ganz normal. Ja, macht es. Weil das Overlord wird schon abgeschoben. Der Power-Mace ist wirklich krass auf dem Spiel. Ja, lassen wir normal spielen. Kriegen Ton wohl dann gleich noch raus. Sehr gut, das war gut für uns, dass es gehittet hat. Das war eigentlich egal, aber. Lol, er hat nicht getradet, das war dumm. Das war dumm. Sehr Von ihm. gut. Das war dumm von ihm. Stärkste Karte im gesamten Spiel oder eine der besten. Das ist nicht bitter für uns. Oh. Ja, ich würde die Waffe diese Runde so noch nicht eingesetzt. Ich glaube, einfach tue es weiter. Okay. Creeper oder Maxner? Mukka Stabian haben wir schon eine, brauchen wir nicht mehr. Ja, spielen Max, ne? Ich glaube auch Maxner, besser. Die haben wir schon einen weiteren Pool, das heißt, passt. Nächstes Mal wollen wir die Waffe dann einsetzen. Und dann Harvest Golem und den Toten Golem. Stark. Sehr stark. Okay, wir können noch einen Zug warten. Spectral hat nichts machen. Wollen wir? Ja, warte mal, Ja, warte mal. genau. Gut.
Nächstes Mal entweder Meixner oder die beiden 3-Drops. Bitte kein Blessing of Kings, wäre so richtig Bullshit. Also vor 11, wenn Paladin sollten wir immer Angst haben. Okay. Nicht so schlimm. MC Tech, Top Deck, please, please, please. MC Tech, MC Tech, MC Tech. Nee. Beim 3-Drops, oder? Ja, würde ich hier machen. Ja, das ist schon saugut. Das ist schon echt saugut. 4-1er weg haben. Bam. Müssen wir aufpassen, 17 Leben ist nicht gerade viel. Nächstes Mal eine gute Option. Entweder viele 2-Drops oder ein Mugglers Champion. Kommt, wenn er es erst macht, wenn er tradet, können wir das andere machen. Wenn er nicht tradet, können wir Mugglers Champion spielen für Value. Oh oh, das könnte unangenehm werden. Wenn der Ogre gleich verkackt, sind wir so im Arsch. Er kriegt jetzt alles am Ogre. Wenn der Ogre jetzt diesen 4-3er nicht weghaut, haben wir verloren. Kann ich jetzt schon sagen. Was wollen wir spielen? Entweder Knife Striker, 2-Drop Hero Power oder ein Mugglers Champion. Was ist, wenn du Maxner spielen würdest und nächste Runde dann der Nachtachter mit Taunt? Das stimmt, das ist auch nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Gute Idee. Muss also der Ogre treffen. Come on. Jo. Und ein. Yes, danke. Die wichtigen haben wir aber immer, ey. Aber gut, Maxner finde ich, gefällt mir, das hast du gut gesehen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, noch überlegen, aber ich habe ihn gerade nicht überlegt. Nein, Mann, lass mal. Ist ja unglaublich, was der Karten hat. Nee, so stark ist es nicht. Das ist nicht so schlimm, also. Das ist wirklich nicht so schlimm. Okay. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Wir müssen aufpassen, aber jetzt haben wir 8 auf der Torn, das ist natürlich super krass. Mörder müssen wir nicht sterben. So. Wenn die Karte jetzt nicht wollen, ist Keep auf Ulda, Mann. Wenn die Karte nochmal hat, dann dreh ich durch. Die Karte ist natürlich direkt. Keep auf Ulda, man kennst du, oder? Aber der hat er gar nicht. Ja. Hast du ja auch noch Secret Paladin drin, nehme ich an. So. ist nicht so schlimm, ist besser als Keep of Older Man. Sollte besser Keep of Older Man. Bist du deppert? Double Master Battle hat schon eine echte OP. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen irgendwie ein paar Torn Totems. Ich glaube, wir müssen jetzt juggeln. Ja, juggle. Bring aber vor ein Ding zu mir, genau. Wenn ich Hero Power. Mugglers Champion vielleicht? Spiele mal vor den. Wie heißt der schön, den Scarab? Nee. Wenn dann Mugglers Champion Hero Power. Also. Okay. Dann haben wir eine Chance auf den Torn, weißt du? Achso, deswegen. Ja, ich lass machen. Torn. Yes! Und er kriegt noch plus 1 plus 1. Oh, lucky. Oh, die Torn-Totems. Die rennen auf den Arsch. Und wenn er jetzt den Mugglers Champion zurück wegbekommt, dann hat er verloren. Das ist lustiger eine Sache. Das heißt, es ist auch ein aggressiver Move gewesen, war gut. Weil so haben wir das Game wirklich umgedreht. Ja, stimmt. Und mit dem Defensiven, der hat keinen. Leider haben wir jetzt kein Hero-Power nächste Runde. Aber das ist nicht schlimm. Mit einem Mugglers Champion beschützen haben wir gewonnen. Und übrigens, danke für den Maxner Play, das hat uns das Spiel gewonnen. Das Maxner war saugeil. Ja, kein Problem, freut mich. Und jetzt? Jo, weiterhin Taunts, oder? Aber wir müssen aufpassen, weil wir haben 7 Mana kostet die. Na, Taunt den Hacker spielen, damit wir Taunt haben, damit wir überleben. Okay. Da spielen wir wahrscheinlich Spectre Knight in denen, oder? Ja. Nicht ins Face. Fucking Juggler, okay. Ich würde mir da erstmal den Max noch mit dem killen, das ist ja sowieso. 1-1-1-1-1 killen. Nein, nicht dahin. Na egal. Ich glaube, wir müssen den Knife Juggler traden. Ja, mach das. Ich töte das Beast.
Boah, gibt's Biester und ja, er könnte auch den Abwasser haben. Ja, richtig. Andere Quartermaster, aber nee. Okay. Wir haben's fast. Wir haben's fast. Oh, oh, das könnte lustig werden. Wir haben noch Max, ne? Um es zu killen. Okay. Das ist gut. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir uns auf die Minions. Und das da? Hex. Jawoll. Yes. Jo, alles, oder? Holy shit. Kein Tor tut ihm leider, was macht nicht. Also. Oh. Ne, ich geh das vor, ich geh das vor Sicherheit. Mm, macht es. Wenn er jetzt nichts hat dagegen. LOL. Reno Jackson, das Ding wollen wir. Ja. Alter, das Deck ist ziemlich krass. Double Master Battle, Reno Jackson. Nice! Und da hat man ihn! Not bad, not bad. 12 Wind Schamane, Alter. Das hatte ich richtig lange nicht mehr. Gratulation. Danke, aber du warst auch ein Teil. Du warst auch Teil der Sache. Also es ist nicht so, als ob ich das alleine geschafft hätte. Da waren schon ein paar Plays dabei. Ja, ein bisschen was. Ja, also es ist so, die kleinen. Also Maxner hat gerade Spiel entschieden, das ist klar. Also das ist wirklich, das ist ein Fakt. Und Maxner hätte ich eventuell nicht gespielt. Das ist, gebe ich an, gleich zu, hätte ich eventuell nicht gemacht. Und das wäre ein Riesenfehler gewesen, hätte ein schlechtes Game verloren. Weil das war knapp. Und der hätte Maxner hat wirklich Unterschied gemacht gerade. Und das war dein Play und ich habe nicht gemacht. Und der eine Harvest Golem, weißt du noch, das eine ganz am Anfang? Ja, richtig. Das war komplettes Blackout, das hätte ich auch nicht gemacht, das wäre wahrscheinlich auch Game entschieden gewesen. Das heißt, das war schon. Okay, jetzt schauen wir die Preise an. Ja, sag, was du kriegt hast, sehe ich nicht jetzt so nicht. Geil irgendwie. Um die 400 Gold. Okay. Und eine Karte, eine goldene Karte und ein Pack. Also nicht so geil, würde ich sagen. Es gab schon besseres, sagen wir so. Aber es war zum. So, zwei Packs. Ja, cool. Auf jeden Fall hat es richtig Spaß gemacht. Ja, voll. War auch sehr lehrreich für mich, muss ich sagen. Okay. Ich fand's auch cool. Ich lernte auch was dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, zum Beispiel habe ich gelernt, ich wusste nicht, wie OP Power Maze ist. Ja, Wahnsinn, wie OP das ist. Ich wusste, dass man, ich weiß, dass man auch ohne Fire Elemental 12 in Schamanen bekommen kann, weil wir hatten im Endeffekt keinen Fall mit, weil wir nie gezogen haben. Ja. Und ich weiß, dass man anscheinend doch irgendwann mal das Glück hat und so richtig geile Momente erlebt. Wie der Kack Taunted und auch mal anscheinend auch mal irgendwie richtig Glück. Ja, das war geil, bist du wahnsinnig. Das war richtig cool.